Anwesend während des Bewerbungsgesprächs waren inklusive mir 4 Personen. Das war einerseits das HR, dann der Director of Operations, meine zukünftige Führungskraft, der Geschäftsstellenleiter, ja, und ich. Das Gesprächsklima war wirklich sehr angenehm, sehr professionell. In der letzten Bewerbungsrunde gab es ein strukturiertes Interview, wo man zum Beispiel mit einer Konfliktsituation konfrontiert wird, die man dann lösen muss. Ich habe mich natürlich intensiv auf die Bewerbung vorbereitet. Das heißt, ich habe mir wirklich Recherchen im Internet über das Unternehmen angesehen. Auf was Wert gelegt wird, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Einhaltung von Regeln. Dass man zum Beispiel weiß, dass Otis ein Weltmarktführer ist in seiner Branche, dass Otis sehr viel Wert legt auf Kommunikation, auf Wertschätzung. Wenn ich mir Bewerber ansehe, dann achte ich besonders auf gepflegtes Äußeres. Ich empfehle jedem Bewerber, der sich bei Otis bewirbt, offen und ehrlich zu sein, Herausforderungen zu leben, technisch begabt zu sein, weil das sollte ja Spaß an der Arbeit haben und den Umgang mit Menschen, mit verschiedenen Menschen gerne haben.